In Karnap, dem nördlichsten Essener Stadtteil, fällt einem zuerst auf, dass die Schreibweise des Namens mal mit C und mal mit K erfolgt. Als ich aufgewachsen bin, kannte ich eigentlich nur die K-Version. Wir haben auch eher Kanap gesagt, sozusagen ohne R und mit zwei N. Wenn es im Fußballverein hieß, gegen wen spielt ihr, sagte man gegen Kanap 07 oder gegen Schwarz-Gelb Kanap. Im industriell geprägten Arbeiterstadtteil, in dem die Zeche Matthias Stinnes und Ruhrglas angesiedelt waren, fällt es einem leichter, sich zurückzuerinnern, wenn man weiß, wie es früher dort aussah. Wo einst die Zeche war, ist heute ein Gewerbegebiet und an Matthias Stinnes erinnert nur noch die Seilscheibe eines ehemaligen Fördergerüsts.